dass Deutschland ein wohlwollender, gütiger, zurückhaltender, eingebetteter, zögerlicher, verwundeter, widerstrebender, zufälliger, ja, widerwilliger und dann halt doch auch gestaltender Hegemon ist, dem irgendwie die Macht der Mitte in Europa zugefallen ist. Solche schmückenden Beiworte verbreiten sich seit dem Jahr 2010. Die waren alle original aus der FAZ. Das sind sozusagen Sedative der neuen politischen Georhetorik. Und ich zitiere aus einer Gebrauchsanleitung zu Tranquilizern: Es sind Beruhigungsmittel, die eine dämpfende Wirkung auf das Gehirn haben. Das funktioniert, weil diese Beiworthegemonie ja real existiert und sie wird noch von etwas anderem begleitet. Es geht also nicht nur um die Schwächung der Gehirne, was ja ein Unterfall der Herstellung von Konsens ist, sondern es geht auch um die Durchsetzung gegenüber politischen und wirtschaftlichen Konkurrenten bei der Frage der Hegemonie. Es geht also um die Herstellung oder Vertiefung von Abhängigkeit und Ungleichheit. Kein Leading of Behind, kein Lenken von hinten mehr ist mittlerweile die Losung für Deutschland. Es führt offen, ja, es wurde gerufen eine Zeit lang. Das hat sich ein bisschen gelegt, aber das wird sich bald wieder anders darstellen. Um im Kampf um Hegemonie und Dominanz erfolgreich spielen zu können, ist eine Politik notwendig, die aber nicht nur Ungleichheit herstellt, sondern zugleich auch die Interessen anderer bedient, die man in eine Position der Ungleichheit dauernd bringt. Also in diesem Falle sich um die Integration der EU kümmert, einen Zerfall verhindert und zur Stärkung Europas in der Weltpolitik beiträgt. Es geht ja schließlich um die Stärkung des europäischen Kapitalismus. Im Jahr 2014 gab es eine vom Außenministerium arrangierte Debatte, Review 2014, und in einem sozialdemokratischen Zentralorgan hat die Organisatorin dieser Sache eine wunderbare Überschrift für ihren Artikel gefunden. Sie hat nämlich als Hauptresultat dieses Review gesagt, ganz kurz, mehr deutsche Führung in und durch Europa. Echt dialektisch, mitten tief in der Sozialdemokratie. Da geht einem also die Rede von der Führungsmacht oder dem Hegemon Deutschland schon ziemlich leicht von den Lippen. Angesichts dieses Geländegewinns der Sprache der Macht ist es eigentlich merkwürdig, dass die politische Gebrauchsrhetorik eine weitere sprachliche Auszeichnung kaum benutzt, nämlich das Empire Europa. Schmückende Beiworte zu Europa sind billig zu haben oder auch katastrophische. Aber doch bitte nicht europäisches Empire. Wir können doch zum Beispiel von einem Global Player reden. Das ist politisch korrekt und man denkt dann auch an die Champions League oder sowas, aber jedenfalls ungefährlich. Und es gibt seit über einem halben Jahrhundert unheimlich interessante politikwissenschaftliche Erörterungen, welchen wirklich treffenden Begriff eigentlich Europa verdient hätte. Man kann sich da einfach nicht einigen, es geht immer weiter. Aber Empire, das taucht in dieser Debatte praktisch nicht auf. Schließlich ist ja auch, wie wir alle wissen, das American Empire im Niedergang, das russische Empire ist völlig unmodern und das britische Empire ist kaum noch eine Reminiszenz wert. Eric Hobsbawm hat Mitte der 90er Jahre geschrieben, das imperiale Zeitalter überlebe nur noch in Gestalt von sentimentaler Literatur
und cineastischen Reminiszenzen der ehemaligen Imperien. Sue Hobsbawm. Der Guardian hat fast zur selben Zeit etwas ganz anderes geschrieben. Er wollte nämlich die Entwicklung in den USA charakterisieren und hat dabei, wie der Guardian geschrieben hat, auf den Gorilla unter den geopolitischen Bezeichnungen zurückgegriffen, nämlich auf die scheinbar so ausgemusterten Imperien. Um mit dem Historiker Charles Meyer zu sprechen, auch in der FAZ 1972, das war eine Übersetzung von einem Artikel aus einer amerikanischen Universität: Empires are in the business of producing world order. Imperien sind im Geschäft, Weltordnung herzustellen. Diese Feststellung hat mich sehr beeinflusst und sehr beeindruckt. Er hat das 1972 geschrieben, heute sind wir weiter. Wir leben in einer Zeit interimperialer Konkurrenz, bei der es um die Neuordnung der imperialen Welt des globalen Kapitalismus geht, eben durch diese Gorillas. Nicht durch irgendwelche Staaten, nicht durch irgendwelche Kapitalismen, die können das alles gar nicht. Schließlich geht es um Weltordnung. Und für Weltordnung braucht man solche Gorillas. Sie haben natürlich ihre Apologeten, wie zum Beispiel diesen notorischen und überall präsenten rechten Politikwissenschaftler Herfried Münkler, hier aus Berlin, der schon, ist ein schlauer Kopf, der Bursche, 2003 eine Wiederkehr des Imperiums im postimperialen Zeitalter notierte und schrieb, Europas Zukunft wird ohne Anleihen beim Ordnungsmodell der Imperien nicht auskommen. Was sind Imperien? Imperien sind Allianzbildungen aus großen Machtorganisationen aus dem Feld des Staates, also der Politik, des Kapitals und der Gesellschaft, das oft vergessen wird, die Kapazitäten bündeln. Ein Empire hat ein im Falle Europas verteiltes, das ist kompliziert, verteiltes Machtzentrum und es hat eine doppelte innere und äußere Peripherie, wobei, und das ist der Witz, die Beziehung zwischen dem Zentrum und solchen Orten oder Akteuren in diesen Peripherien, dass diese Beziehung zwischen Zentrum und diesen Akteuren wichtiger ist als die zwischen diesen Akteuren selbst. Das kann man, konnte man und kann man zum Beispiel im Falle der USA sehr gut nachverfolgen. Bei Europa ist das schon sehr viel komplizierter. Imperien haben immer eine große territoriale Basis, aber es geht nicht um Gebiete, sondern es geht um die Raumhoheit. Es geht also um eine Geopolitik und Geopolitik ist immer etwas, wo es um Raum, Macht und Kapitalakkumulation geht. Das zusammenzubringen, das ist der Kern von Geopolitik. Und deswegen ist es so interessant, dass mittlerweile die Sprache des Außenpolitischen immer mehr zu einer Sprache der Geopolitik geworden ist, seit etwa 2009, 2010. Es fing schon vorher an, aber mittlerweile ist das eine unheimliche Dominanz. Und noch ein letzter Gedanke zu dem, was Imperien sind. Territorialstaaten sind ja ziemlich behäbige Angelegenheiten. Sie dehnen sich nicht aus, sie schrumpfen auch nicht. Imperien sehr wohl. Die innere Logik ihrer Operation sind bestimmt davon, dass ihre Grenzen mal etwas weitergehen, weil sie etwas einschließen oder etwas kleiner werden, weil sie etwas ausschließen. Aber die innere Logik ist Expansion. Imperien sind nicht, sie werden. Sie werden immer größer. Und wenn sie das nicht mehr hinbekommen, hören sie auf, Imperien zu sein. Die Ostexpansion Europas, eine in der Geschichte der Imperien wirklich außerordentliche Erscheinung. Sie ist ein gutes Beispiel für diese Expansionsgeschichte. Ein Satz noch.
Deutschland? Das ist ja das Thema hier. Ich habe jetzt die ganze Zeit über Europa geredet. Deutschland ist kein Imperium und es wird auch keins werden auf lange Zeit hin, aber es ist ein imperialer Akteur, der eben an erster Stelle mitarbeitet an der krisenhaften Expansion eines imperialen Europa, das eben den sehr wichtigen Schritt zur Inkorporation des türkischen Regimes und seines Kapitalismus macht. Das ist wahrscheinlich das geopolitische Hauptresultat dieser gegenwärtigen Krise, was Europa angeht. Vorausgesetzt mit diesem anderen Problem, dass man sich wechselseitig streitet, dass man die beseitigen kann. Aber in dieser Situation als Führungsmacht zu arbeiten und an den Problemen dieses imperialen Europas zu arbeiten, dürfte auf längere Zeit hin der machbare und der absehbare Königsweg einer deutschen Politik sein, die erreichte Führungsposition, die sie mittlerweile haben, in und durch ein imperiales Europa neu zu befestigen. Und der Kampf, um den es dann geht, für die, nicht für uns hier in diesem Saal und auch nicht für mich, für die wird ja immer mehr sein, das ist die Jahrhundertfrage für diese Art des europäischen Kapitalismus. In Ihren Worten die ängstliche Frage, wie viel Westen wird es an seinem Ende überhaupt noch geben in der imperialen Welt? Soweit, so schlecht. Danke. Ja, ein ebenso spannender wie gehaltvoller Aufschlag, einiges zum Nachdenken. Ich möchte trotzdem direkt an Uli Krämer weitergeben, der wahrscheinlich auch noch die Frage einbeziehen wird, inwiefern ein solcher imperialer Akteur Bündnisse wie die NATO benötigt. Uli, du hast das Wort. Ja, ich bedanke mich für die Einladung hierher und das Thema ist ja neue deutsche Rolle in der Welt. Insofern möchte ich auch mit der neuen Verantwortung mal starten. Da gab es ja 2013 den großen Aufschlag von Gauck, Steinmeier, von der Leyen. Sie oder ihr kennt das alles. Und davor gab es ja einen Diskussionsprozess, der orchestriert und finanziert war, unter anderem auch vom German Marshall Fund. Das heißt also, auch mit US-Geldern. Und daraus kann man lernen, dass das eben kein nationales deutsches Projekt ist, sondern dass das durchaus international abgestimmt und eingebunden stattgefunden hat. Also international heißt in dem Fall eben transatlantisch eingebunden, weil wir ja sehr viel hier über das europäische Projekt schon gehört haben. Das Zweite, was ganz wichtig ist, ist, dass hier auch schon durchscheint, dass es sich um einen Team-Approach handelt. Das heißt also, Deutschland will gar nicht alleine handeln, sondern eben im Team. Und deswegen greifen auch Formulierungen wie Deutschland führt Krieg zu kurz. So einfach ist die Sache nämlich nicht, sondern die Dinge sind viel mehr miteinander verschränkt, als man sich das eingestehen mag. Also insofern bin ich für so eine einfache Antwort, Deutschland führt Krieg und dann tritt man alleine aus der NATO aus oder so. Das sind zu einfache Wege aus meiner Sicht und die werden der komplexen Realität des Jahres 2016 nicht gerecht. Die neue Verantwortung ist in Wirklichkeit natürlich überhaupt keine neue Verantwortung, sondern diesen Diskurs gab es ja vor 20, 25 Jahren auch schon und der Erfinder von der neuen Verantwortung ist ja niemand anders als Volker Rühe, der in den 90er Jahren eben Verteidigungsminister hier im Lande war. Insofern muss man heute eigentlich von der neuen Verantwortung reden, im Gegensatz zu der neuen Verantwortung aus den 90er Jahren. Das sind nämlich zwei verschiedene Dinge und da hat man auch unterschiedliche Sachen drunter verstanden. In den 90er Jahren gab es ja mal 1992 sehr hellsichtige verteidigungspolitische Richtlinien, die der Volker Rühe erlassen hat. Und darin waren eben so schöne Formulierungen enthalten wie, zugleich aber müssen wir neue Verantwortung übernehmen. Unser Land besitzt aufgrund seiner politischen und wirtschaftlichen Potenz eine Schlüsselrolle für die Fortentwicklung der europäischen Strukturen.
Und dann hatte er den sehr schönen Satz dort damals reingezwirbelt: Wenn der Frieden gefährdet ist, muss Deutschland auf Anforderung der Völkergemeinschaft auch militärische Solidarbeiträge leisten können. Qualität und Quantität der Beiträge bestimmen den politischen Handlungsspielraum Deutschlands und das Gewicht, mit dem die deutschen Interessen international zur Geltung gebracht werden können. Das war der Ansatz in den 90er Jahren und 20, 25 Jahre später ist eben nicht mehr dieses olympische Motto, dabei sein ist alles, sondern es geht um ein bisschen mehr. Der Steinmeier hat ja gesagt, Deutschland soll nicht mehr an der Seitenlinie stehen, sondern auch mal mitspielen. Da hat er natürlich vergessen, dass Deutschland seit 20 Jahren mitspielt. Also dieses Bild mit der Seitenlinie stimmt eben nicht. Also wenn es heute um irgendwas Neues geht, dann ist es Deutschland, das sowieso schon mitspielt, fordert gewissermaßen die Kapitänsbinde, um im Fußballjargon zu bleiben, und will vielleicht dann nochmal Spielertrainer werden. Und das ist etwas völlig anderes. Und das wird eben ja auch durchaus mit Zitaten, die den Führungsanspruch dann eben beinhalten, verdeutlicht. Also wenn gesagt wird, Deutschland muss häufiger oder öfter und entschiedener führen, dann spielt das genau auf diese Sache mit der Kapitänsbinde an. Man ist natürlich auch in einem Team unterwegs, aber man hat eben diesen Führungsanspruch. Und dieser Führungsanspruch wird auch durchaus von anderen europäischen Ländern ja unterstützt oder anderen NATO-Ländern. Das ist durchaus auch mal ein polnischer Minister, der dann sagt, super Sache, wenn Deutschland die Sache mehr in die Hand nimmt, so ist es recht. Also insofern, diese neue Verantwortung beinhaltet eben diese deutsche Führungsrolle. Das ist, glaube ich, der wichtige Unterschied zu den 90er Jahren. Und das mit dieser neuen Verantwortung, das betrifft jetzt nicht nur das Militärische, sondern da sind natürlich auch andere politische Gebiete mit beinhaltet. Da geht es auch mal um Wirtschafts- und Währungspolitik. Ich glaube, Beispiele fallen da jedem zu ein. Und es geht auch durchaus darum, dass man eben auch deutsche Interessen in diesem Rahmen auch über politische, diplomatische Mittel dann auch mal voranbringt. Und dass man auch vielleicht die Führungsrolle bei Flüchtlingsabwehr übernimmt. Im militärischen Bereich wird diese Führungsrolle innerhalb der NATO ausgelebt. Dort gibt es eben, es gibt natürlich auch die Europäische Union, ist ja auch ein Militärpakt als militärisches Spielfeld gewissermaßen. Ich gebe einfach mal ein paar Beispiele, was man da in den letzten Jahren so erleben konnte. Zum Beispiel hat Deutschland ja in den 2000er Jahren eben das erste Mal eine eigene Besatzungszone bekommen, damals in Afghanistan, Nordafghanistan, konnte man also auch dort mal eine Führungsrolle übernehmen. Und da bildete sich innerhalb der NATO ja schon so ein Lead-Nation-Konzept heraus, also nochmal nach 1999 zurückgegangen. Nach dem Kosovo-Krieg stand eben Deutschland eben keine eigene Besatzungszone zu. Das ist ein Unterschied, der ein paar Jahre später korrigiert wurde. Deutschland ist durchaus dabei, konzeptionell auch die NATO weiterzuentwickeln, macht da irgendwie Vorschläge. Und insofern gibt es dort ein Rahmennationenkonzept innerhalb der NATO, was von Deutschland vorgeschlagen eingebracht worden ist. Rahmennation heißt, dass es eben einen Cluster von Ländern gibt, wo ein Land halt die Führung übernimmt, die dann zusammen eine gemeinsame Aufgabe erfüllen. Beispielgefällig die NATO-Speerspitze, die ja 2014 auf den Weg gebracht worden ist, die ist von Deutschland in dem Moment besonders vorangebracht worden, als man gemeinsam mit den Niederlanden eben innerhalb der NATO Response Force gerade mal irgendwie eine führende Rolle hatte. Und dieses Voranbringen, wenn einem sowieso gerade mal irgendwas zufällt, das ist kein Zufall. Also insofern diese NATO-Speerspitze, die ja von den Holländern sehr liebevoll superschnelle Flitzmacht genannt wird, die hat im Übrigen, das muss man auch mal sagen, einen hybriden Charakter. Also wir denken ja hier immer sehr schnell, ja, das ist so eine Eingreiftruppe Ost, ist sie nicht, sondern sie ist hybrid, sie kann natürlich auch im Süden eingesetzt werden und insofern hat sie eine globale Bedeutung. Also da
hat Deutschland dafür gesorgt, dass diese Truppe irgendwie Dynamik bekommen hat, weiter ausgebaut wird. Und ein zweites Beispiel erleben wir jetzt ganz aktuell. Zufälligerweise hat Deutschland über den Marineverband im Mittelmeer, die Standing NATO Maritime Group, da gerade dieses Jahr die Führung, und prompt kommt von der Leyen den Vorschlag, die könnten wir doch auch mal zur Flüchtlingsabwehr in der Ägäis gebrauchen. Also insofern, immer wenn Deutschland da gerade was zu fassen hat, dann wird da auch eine Initiative, eine Aufgabe vorangebracht. Das ist also sehr wichtig, dass man das sieht und betrachtet. Es gibt für Deutschland natürlich aus diesem Rahmen-Nationen-Konzept eine Reihe von Vorteilen. Wenn man nicht die Sachen alleine machen muss, sondern andere da mithelfen, dann spart das natürlich Geld. Man hat gewissermaßen eine Hebelwirkung, man bringt mehr ein, als man irgendwie alleine einbringen könnte. Und es führt auch natürlich politisch zu einer Akzeptanz, weil man mit lauter anderen lieben Ländern zusammen. Und die Konsequenz ist aber, das ist ganz wichtig, dass es keine eigenständige deutsche Kriegsfähigkeit gibt. Die existiert nicht, sondern sie ist immer eingebunden in die Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Dieses Rahmen-Nationen-Konzept hat natürlich auch seine Nachteile. Das haben wir gesehen jetzt im Grunde bei dieser NATO-Speerspitze. Also man muss ab und zu eben auch Opfer bringen. Und da hatte man ja sozusagen einmal das Interesse, die deutsche Wirtschaft und die Wirtschaftsbeziehungen mit Russland nicht zu ruinieren. Auf der anderen Seite hatte man eben russophobe Bündnispartner, mit denen man auch gemeinsam militärische Dinge anpackt und mit denen man in der NATO zusammenarbeitet. Und da hat man sich eben dafür entscheiden müssen, gewissermaßen, dass man eben den Russophoben nachgibt und eben auch wirtschaftliche Nachteile in Kauf nimmt. Also das ist auch eine Konsequenz dieses politischen Ansatzes. So, habe ich noch eine Minute? Eine Min-Minute. Ja, also insofern... Ein letzter Gedanke nochmal, warum macht man eigentlich das Ganze? Ich glaube, es geht darum, dass Deutschland eben als Ordnungsmacht in der Welt auch gerne auftritt. Das kann man ja nicht alleine. Und deswegen muss man das im Team machen. Und da ist immer die Frage, die sich so große Nationen stellen, ordnen oder geordnet werden. Und da ordnet man eben lieber selber. Ich glaube, dass es weniger darum geht, dass man ganz konkrete ökonomische Motive für alles, was da militärisch passiert, immer entdecken kann. Es ist zu einfach zu sagen, hier, diesen Konflikt können wir wieder durch eine neue Pipeline erklären. So einfach ist die Lage in der Regel nicht. Und insofern muss man sich ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, dass hier auch konzeptionell was auf die Reise gebracht wird. Also insofern, wichtig ist nochmal als Hauptgedanke, man ist jetzt hier vom olympischen Prinzip aus den 90er Jahren weg. Man möchte heute eben die Kapitänsbinde in der EU innerhalb der NATO anwenden, und das bedeutet eben Führungsanspruch und das bedeutet eine größere Hebelwirkung auch für die Durchsetzung deutscher Interessen in diesem internationalen Verbund. Vielen Dank. Uli, du hattest den Führungsanspruch angesprochen und die NATO-Operation in der Ägäis. Das ist eine wunderbare Überleitung zu Stefanie Krohn, denn Deutschland leitet, glaube ich, diese Mission in der östlichen Ägäis. Und damit sind wir auch, wer sonst, genau, und damit sind wir auch bei der Fluchtbekämpfung und dem, was dahinter steckt, da drin steckt, und bei Stefanie Krohn. So, ist es so an? Ja. Ja, ich möchte mich auch für die Einladung recht herzlich bedanken. Wie gesagt, also Maria hat es schon angekündigt. Ich bin angefragt worden, einen Input zur Militarisierung der EU-Außengrenzen gegen Migrationsbewegungen zu geben. Das heißt, sozusagen nochmal auf ein Unterthema dessen, was Uli Krämer eben schon angedeutet, also eben schon ausgeführt hat, einzugehen. Und auch da ist klar, dass Deutschland eine Führungsrolle hat, eben nicht nur was den NATO-Einsatz in der Ägäis betrifft, sondern auch
bei dem aktuell abgeschlossenen Deal mit der Türkei, Zurückführung von Flüchtlingen aus Griechenland etc. Da komme ich gleich noch ganz kurz dazu. Ich möchte am Anfang noch sagen, dass das, was ich jetzt erzähle, vor allen Dingen eine These zum Regieren des Ausnahmezustands, nicht allein von mir stammt, sondern von einem Diskussionszusammenhang des Netzwerkes Kritische Migrations- und Grenzregimeforschung, dem ich angehöre. Und es sozusagen ein kollektives Wissen ist, was ich jetzt hier stellvertretend weitergebe. Also wenn wir über Militarisierung der EU-Außengrenzen gegen Migrationsbewegungen sprechen, fällt uns als erstes der schon erwähnte NATO-Einsatz, der im Februar beschlossen und im März begonnen hat, in der Ägäis ein, der eben auf Initiative von Deutschland, aber auch Griechenland und der Türkei zustande gekommen ist und der das sogenannte Schleuser- und Schleppertum offiziell bekämpfen soll. Dieser NATO-Einsatz, also Maria und ich haben im Vorfeld kurz darüber geredet, ist kein klassischer Bündnisfall, sondern folgt einem strategischen Konzept der NATO von 2010, in dem das Bündnis den, ich zitiere, transnationalen und illegalen Handel mit Waffen, Drogen und Menschen bereits als eine mögliche Bedrohung des Bündnisgebietes bezeichnet. Also extrastaatliche und extralegale Akteure als Bedrohung des Bündnisses. Aktuell ist dieser NATO-Einsatz bestückt mit insgesamt 7 Schiffen. Jörg Klein ist der deutsche leitende Kommandeur des Einsatzes und zielt eben genau deswegen, also aufgrund dieses strategischen Konzeptes, dem es folgt, auf eine Überwachung der Flüchtlingsbewegungen und Schlepperaktivitäten in den Gewässern zwischen Griechenland und der Türkei ab, aber noch nicht einen Monat oder erst ein paar Wochen sozusagen am Start hat Jörg Klein, der Kommandeur, bereits die Ausweitung des Einsatzes in weitere Küstengewässer der Ägäis, also nicht nur zwischen Türkei und den griechischen Inseln, gefordert. Man kann jetzt diskutieren, was steht eigentlich, also weil er dient eigentlich mehr nur der Kontrolle und der Informationsbeschaffung offiziell, da dürfen Flüchtlinge, die aufgegriffen werden von NATO-Schiffen, nicht zurückgeschickt werden. Das ist ja jetzt auch anders geregelt über den Deal mit der Türkei. Man kann jetzt diskutieren, was stecken eigentlich für Interessen hinter diesem NATO-Einsatz. Das möchte ich auch lieber in die Diskussion schieben, nur so zwei Sachen. Also man könnte sich vorstellen, dass die Türkei daran interessiert, kann ja eigentlich die Ägäis auch selber dicht machen, aber mit dem NATO-Einsatz daran interessiert ist, die NATO und damit auch die EU in den Syrien-Konflikt mit hineinzuziehen, zum Beispiel auch bei der Errichtung von sogenannten Schutzzonen in Nordsyrien und so ein Einfallstor auch zu haben für die Bekämpfung der Kurden und Kurdinnen in dieser Gegend. Da hat Angela Merkel sich auch schon dementsprechend positiv dazu geäußert und es ist auch Teil des Deals mit der Türkei. Deutschland könnte das Interesse haben, eben die Türkei und Griechenland zu einer Kooperation zu bewegen, eben über diesen NATO-Einsatz, der jetzt auch zustande gekommen ist bei dem Gipfel in Brüssel, eben beschlossen wurde, eben die Rückführung der Menschen, die von der Türkei aus auf die griechischen Inseln übersetzen, im Austausch gegen sozusagen legale Flüchtlinge aus türkischen Flüchtlingslagern, aber eben nur aus Syrien. Das sind aber Details. Beunruhigend ist, und darauf will ich eigentlich hinaus, dass inzwischen ein transatlantisches Militärbündnis als Mittel des Regierens von Migrationen eingesetzt wird. Und daher möchte ich den NATO-Einsatz in der Ägäis als einen weiteren Ausdruck einer allgemeinen Tendenz der Europäischen Union sehen, politische und soziale Konflikte zum Ausnahmezustand zu erklären, zu einer Krise, einer Bedrohung und diesen Konflikten mit zunehmend antidemokratischen Formen des Regierens zu begegnen. Das heißt in anderen Worten, die EU versucht derzeit über die sogenannte Flüchtlingskrise, die im Kern eigentlich eine Flüchtlingspolitikkrise ist, die europäischen und nationalstaatlichen Verfahren der demokratischen Entscheidungsfindung, EU-Parlament, aber auch die nationalen Parlamente auszuhebeln oder zu schwächen. Stattdessen werden Territorien, das können Länder sein wie Griechenland, aber das können auch Routen sein wie die Balkanroute, werden zu Krisenherden definiert und darüber wird legitimiert, dass sozusagen über eine Art Ausnahmezustand regiert wird und dabei kann auch in bisherige nationalstaatliche Souveränitäten eingegriffen werden. Das ist eine These, die zu diskutieren ist, aber die sehr aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht naheliegt.
Da gibt es drei Elemente, die diesen Ausnahmezustand prägen aus meiner Sicht. Das erste ist eben, ich habe schon gesagt, die Installierung nicht demokratisch legitimierter, aber mit exekutiven Funktionen ausgestatteter Institutionen und Agenturen, mit tendenziell eher autoritär-technokratischem Charakter, zum Beispiel Frontex. Wir können, wenn wir an die Eurokrise denken, aber auch die Troika nennen oder die Eurogruppe. Damit zusammenhängt die Bevorzugung militärischer Lösungen und polizeilicher Lösungen und drittens das Verschwimmen von Innen- und Außenpolitik. Zum Punkt 2 Militarisierung habe ich jetzt schon den NATO-Einsatz genannt. Man könnte auch den Bundeswehreinsatz übrigens im zentralen Mittelmeer vor der libyschen Küste, der seit letztem Jahr schon gegen Schleuser und Schlepper aktiv ist, nennen. Man könnte weiter exemplarisch erwähnen, dass ein völlig überfordertes griechisches Migrationsministerium derzeit außerstande ist, Logistik und Infrastruktur für die Tausenden und Tausenden ankommenden und festsitzenden Flüchtlinge bereitzustellen. Es werden aber überall im Land große Lager gebaut. Die werden gebaut von einer der letzten wirklich funktionierenden Strukturen in Griechenland, nämlich vom Militär. Und sie werden auch vom Militär betrieben. Das bedeutet, wir haben zusätzlich, beobachten wir eben eine Militarisierung der humanitären Hilfe, auch ein beunruhigendes Moment. Aber auch bedeutende Abschnitte der sogenannten Balkanroute, vor allen Dingen in Serbien und Mazedonien, bevor sie geschlossen wurde, wurden vergangenes Jahr vom Militär gemanagt. Zum Punkt 3. Verschwimmen von Innen- und Außenpolitik im Regieren des Ausnahmezustands. Das möchte ich nur ganz kurz anreißen und vielleicht auch für später zur Diskussion stellen. Das würde heißen, dass Flüchtlingspolitik als innenpolitisches Thema auch im Ausland gesehen wird. Das heißt, es reiste zum Beispiel jetzt vor ein paar Wochen war es, im März oder Ende Februar, eben nicht Außenminister Walter Steinmeier in den Maghreb, um dort über sichere Herkunftsstaaten zu verhandeln, sondern der Innenminister de Maizière. Und auch in die Türkei reist nicht der Außenminister, sondern da reist die Kanzlerin selber. So, abschließend möchte ich eingehen auf die geplante neue Rolle der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex, die sich auch verändern wird und in der aus meiner Sicht alle drei genannten Punkte der Modi des Regierens, des Ausnahmezustands zusammenkommen, nämlich postdemokratische Institutionen, Militarisierung, Verschwimmen von Innen- und Außenpolitik. Es gibt einen Entwurf der EU-Kommission vom Dezember 2015, der bis Juni dieses Jahres sozusagen in den legislativen Prozess eingespeist werden soll. Der sieht eben vor, dass Frontex umzubenennen in Europäische Grenz- und Küstenschutzagentur. Und im Gegensatz zum bisherigen Frontex, was ja auch eine Agentur ist oder war, aber eher beratende Funktionen oder Funktionen der strategischen Ausrichtung für die EU oder die eines Thinktanks hatte, soll aus der neuen Agentur auch eine richtige polizeiähnliche europäische Truppe hervorgehen, also zum Beispiel mit einheitlichen Uniformen etc. und einer einheitlichen Kommandostruktur, die auch mit exekutiven Funktionen ausgestattet ist, also beispielsweise Griechenland dann wirklich sagen kann, ihr schützt eure Grenzen nicht ausreichend, wir treten da jetzt hinzu. Und das Budget soll verdreifacht werden von jährlich 100 Millionen Euro, was Frontex bekommen hat, auf 300 Millionen Euro. Damit soll nun legitimiert durch die aktuelle Flüchtlingskrise und unter dem Motto, so heißt es, der geteilten Verantwortung an den europäischen Außengrenzen, bin gleich fertig, umgesetzt werden, was 2002 im Vorfeld der Gründung von Frontex nicht durchsetzbar war in der EU, nämlich die Einrichtung einer europäischen Grenzschutztruppe, die auf der Basis der Entscheidung von EU-Gremien und nicht nur, wenn ein Land Unterstützung anfordert, auch in nationalstaatliche Souveränitäten offiziell eingreifen kann. Das zu Frontex als Punkt der Militarisierung, Regieren des Ausnahmezustands. Und abschließend nochmal zum Anregen der Diskussion, um es auf den Punkt zu bringen. Die aktuellen Flüchtlingsbewegungen, vor allen Dingen aus den Kriegsgebieten im Nahen Osten Richtung Europa, werden von der EU unter deutscher Dominanz zum Anlass genommen, neue Modi des Regierens zu installieren, die eben als Modi der Ausnahme bezeichnet werden können und entscheidend zur Entdemokratisierung Europas allgemein beitragen. Also die Flüchtlingskrise ist nicht nur ein
Teilgebiet europäischer Politik, sondern sie kann sozusagen ganz zentral dazu beitragen, die EU in ihrer Verfasstheit zu verändern. Das wäre die These. Deswegen ist es aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, sehr wichtig, die sozialen Bewegungen der Flüchtlinge und ihrer Unterstützer und Unterstützerinnen auch zu unterstützen, und zwar für das Recht auf Bewegungsfreiheit, für das Recht auf Asyl, was derzeit ja quasi abgeschafft werden soll, also das individuelle Asyl und die freie Wahl des Wohnortes, weil dies sind auch Kämpfe um die Demokratie und die Zukunft Europas. Dankeschön. Ja, Tobias, vielleicht kriegst du das sozusagen jetzt alles ganz wunderbar gebündelt. Ich denke, du wirst wahrscheinlich darauf eingehen und auch noch ein bisschen was zur Bundeswehr sagen wollen. Tobias, du hast das Wort. Ja, ich habe die Situation, dass ich selten so einig war mit meinen drei Vorrednerinnen und Vorrednern, sowohl in ihren Analysen als auch in ihren Schlussfolgerungen, und will sie alle drei, die Aussagen, die dort getroffen wurden, explizit unterstreichen. Ich fand das Zitat von Rainer Rilling, was ich mal verkürzen will, mehr Deutschland durch die Europäische Union, sehr treffend. Und ich glaube, dass wir uns mit diesem Resonanzboden Europäische Union für deutsche Imperialpolitik noch mehr beschäftigen müssen. Für mich ist ganz zentral, imperiale, in Klammer deutsche imperiale Politik wird eben nicht nur militärisch gemacht, aber eben auch militärisch. Und das wurde in den letzten Jahren uns sehr genau vorexerziert. Das Kaputtspardiktat, was wesentlich durch die deutsche Regierung, der griechischen Regierung aufoktroyiert wurde, ist Imperialpolitik. Aber eben in diesem Fall nicht mit militärischen Mitteln, sondern mit machtpolitischen Mitteln. Und viele haben sich gewundert, quasi, warum eigentlich der Rahmen Europäische Union dafür in dieser Form so genutzt werden kann. Im Grunde genommen ist es so, dass es nicht weiter verwunderlich ist, wenn man sich die vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union anschaut. Wir haben als Linke und als verschiedene soziale Bewegungen gegen den damaligen Lissabon-Vertrag und seine Vorgängerverträge gekämpft und hatten ja auch das Phänomen, dass drei Referenden gegen diesen Vertrag in Frankreich, Niederlande und Irland gewonnen wurden. Trotz alledem ist genau dieser Lissabon-Vertrag jetzt die vertragliche Grundlage der Europäischen Union. Und ein Aspekt, der sehr häufig vergessen wird, ist, dass damit die Stimmgewichtung innerhalb der Europäischen Union wesentlich zugunsten der Großen verschoben wurde. Das heißt, das, was wir auf dem Bereich der normativen Kraft des Faktischen durch das deutsche Auftreten haben, ist auch nochmal abgesichert durch das, wie das mit den Stimmverhältnissen innerhalb der Europäischen Union abläuft. Und der EU-Verfassungsvertrag und der EU-Lissabon-Vertrag haben die Europäische Union auch zu einem Militärbündnis gemacht. Uli hat es ja genauso benannt. Was für viele unangenehm ist, das quasi so festzustellen, aber was sich ja sehr konkret zeigt in dem, was Stefanie beschrieben hat. Auch das ist einfach ein Fakt, mit dem wir uns, glaube ich, sehr viel deutlicher auseinandersetzen müssen. Und dann zeigt sich die imperiale Politik Deutschlands durch den Rahmen Europäische Union meiner Ansicht nach am deutlichsten jetzt in diesem unsäglichen Deal, der mit der Türkei gemacht wurde. Wenn man sich den formalen Ablauf anschaut, hat Merkel sämtliche Formalitäten innerhalb der Europäischen Union gebrochen. Sie hat sich nicht zuerst quasi innerhalb der Europäischen Union getroffen, sondern sie hat sich zuerst mal mit Herrn Davutoğlu getroffen. Und hat gemeinsam mit ihm ausklamüsert, mit welchem Vorschlag sie reingehen. Das ist ein ganz interessanter Bruch quasi dessen, was wir bisher innerhalb der Europäischen Union hatten, und zeigt auch diese unglaubliche Machtfülle, die da inzwischen bei der deutschen Regierung liegt. Wir hatten ja früher die These, es könnte sich ein Direktorium innerhalb der Europäischen Union herausbilden. Ich glaube, wir müssen das korrigieren. Es wird nicht ein Direktorium, also wir haben immer von Deutsch-Französisch und sowas gesprochen. Nein, es scheint quasi tatsächlich eine
ein Staat innerhalb der Europäischen Union zu sein, der hier ziemlich eindeutig diktiert. Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis bezüglich dieser Militärmacht Europäischen Union. Nach den Anschlägen von Paris wurden die Militäraktionen nicht etwa im NATO-Rahmen begründet, sondern im EU-Rahmen mit dem Artikel 42.7 des EU-Vertrages. Interessanterweise nicht mit dem Artikel 222 der Solidaritätsklausel. Das wäre aber jetzt eine sehr spannende Detaildebatte, warum sie den 42.7 genommen haben, aber sie haben den EU-Vertrag genommen. Und ich glaube, dass man insgesamt feststellen muss, die Europäische Union, und da würde ich dem völlig zustimmen, wie das unter anderem Rainer vorher gesagt hat, die Europäische Union ist ein Imperialbündnis oder auch ein imperialistisches Bündnis unter der Führung Deutschlands. Und das macht auch die Kritik natürlich an dem, was wir quasi an Außen- und Geopolitik innerhalb Deutschlands haben, nicht so ganz einfach, aber im Grunde genommen, wenn man quasi diesen Rahmen weiß, ist das relativ klar. Was mir aber noch wichtig ist, ist, diese Politik wird natürlich in Deutschland runtergebrochen. Und da spielt von der Leyen und die Entwicklung der Bundeswehr eine ganz wesentliche Rolle. Aufgeschreckt sind viele erst bei der Mitteilung von Ursula von der Leyen, dass sie bis 2030 130 Milliarden in den investiven Bereich der Bundeswehr stecken will. Was im Grunde genommen eine Umsetzung dessen war, was die Bundesregierung beim NATO-Gipfel in Wales mitgetragen hat, nämlich 2% des Bruttoinlandsproduktes sollten Militärausgaben sein. Im Moment sind es 1,3%. Und die investiven Ausgaben liegen im Moment zwischen 3,5 und 5 Milliarden. Das wäre, wenn man diese 130 Milliarden umrechnet, am Ende 9 Milliarden jährlich an investiven Ausgaben. Das heißt, wenn diese Vorgabe tatsächlich in der Form so umgesetzt würde, wäre das mehr als eine Verdoppelung der investiven Ausgaben. Investiv vielleicht noch mal kurz als Erläuterung bedeutet Kauf von Waffen und bedeutet Kauf von Ausbau von militärischer Infrastruktur. Das ist auch vielleicht noch mal ganz wichtig, da ein kleiner Schlenker quasi zu dem Bereich der Rüstungsexporte. Wir wissen von der Rüstungsindustrie, dass sie inzwischen eine Quote von ungefähr 50% haben, dessen, was sie selbst für die Bundeswehr nutzen und was in den Export geht. Es gibt diesen Bericht, den die eine Staatssekretärin von Ursula von der Leyen zu verantworten hat, wo das relativ klar rauszulesen ist. Das heißt, quasi je mehr diese Ausgaben laufen, desto mehr wird es auch Exporte, Rüstungsexporte Deutschlands geben. Das heißt, selbstverständlich, wenn diese Erhöhung der investiven Ausgaben kommt, wird es auch eine Erhöhung der Rüstungsexporte geben zu den jetzigen Erhöhungen, die wir jetzt schon unter dieser großen Koalition haben. Meiner Ansicht nach quasi einer der größten Skandale, die da im Moment gerade laufen. Was noch interessant ist, ist bei der Bundeswehr, ist das, was Uli vorher angedeutet hat, mit dieser Arbeitsteilung innerhalb der NATO und der Europäischen Union. Vielleicht als Erläuterung, Deutschland nutzt die verschiedenen internationalen Institutionen wie Schubladen. Einmal ist es die Europäische Union, einmal ist es die NATO, einmal ist es die UN. Und jetzt kommt's. Sie haben sogar einen rein nationalen Einsatz, nämlich den im Irak. Der ist rein national, der ist im Kram keines einzigen kollektiven Sicherheitssystems, nicht mal der NATO, die man dazu umdefiniert hat, sondern der ist rein national, ist zudem ein Bruch quasi des Kriegswaffenkontrollgesetzes, des Außenwirtschaftsgesetzes, aber es ist eine konkrete Bewaffnung und Waffenlieferung in ein Kriegs- und Krisengebiet. Das heißt, man hat mit diesem Einsatz eine ganze Reihe von weiteren essentiellen Tabus gebrochen. Was jetzt noch passiert ist, dass Ursula von der Leyen angefangen hat, die bisherige Aufrüstung der Bundeswehr zu verändern. Bisher war es so, dass die Bundeswehr qualitativ aufgerüstet wurde. Das heißt, sie wurde von der Zahl her reduziert und zugleich war es so, dass man vor allem die kriegsführungsfähigsten Teile der Bundeswehr ausgebaut hat. Kommandospezialkräfte, Gefechtsübungszentrum und so weiter. Die Bereiche, wo wirklich Krieg geübt wurde und wo quasi richtig Krieg vorbereitet und auch konkret quasi umgesetzt wurde. Jetzt kommt eine neue Aufrüstungswelle dazu.
dass man nämlich jetzt wieder zusätzlich zu der qualitativen Aufrüstung auch quantitativ aufrüstet. Nämlich, dass man jetzt wieder die Bundeswehrzahlen erhöht, dass man die Panzerzahlen erhöht. Das heißt, wir haben eine Mischung qualitativer und quantitativer Aufrüstung im Moment bei der Bundeswehr. Und dazu kommt, dass die Auslandseinsätze erhöht werden. Im Moment sind es 3.249 Soldaten, die die Bundeswehr im Auslandseinsatz hat. Das ist eine Zahl, die relativ niedrig einem vorkommt. Dazu kommt aber, und das wird häufig vergessen, dass die Bundeswehr so viele Soldaten wie noch nie in Manövern und auch längerfristigen Manövern hat. Und diese Manöver finden vor allem in Osteuropa statt. De facto sind es Auslandseinsätze. Aber sie werden nicht als solche geführt. Und dann haben wir eine ganze Reihe von kleineren Auslandseinsätzen, die gar nicht mehr durch den Bundestag laufen. Der EWEX-Einsatz, der einfach angesetzt wurde, der Einsatz, den Stefanie gerade eben beschrieben hat, ist nie durch den Bundestag beschlossen worden. Der NATO-Einsatz gegen Flüchtlinge ist nie im Bundestag beschlossen worden. Da haben wir eine schleichende Aushöhlung und eine immer häufigere Entwicklung hin zu Ausbildungseinsätzen, dass vor Ort Soldaten ausgebildet werden, dass sie im Sinne des Westens oder Deutschlands politisch agieren. Das heißt, da findet eine Verschiebung statt. Und innerhalb der Europäischen Union und innerhalb der NATO gibt es das sogenannte Konzept des Pooling und Sharing. Das heißt, es werden quasi bestimmte Spezialaufgaben innerhalb der EU und der NATO übernommen. Deutschland ist vor allem für den Transport zuständig, unter anderem durch Antonovs geleaste am Flughafen Leipzig, wo quasi wesentliche Transporte laufen. Aber auch ansonsten in Bezug auf Afghanistan ist Deutschland nicht unwesentlich für Transporte zuständig. Das heißt, da findet quasi eine Arbeitsteilung statt, die genau das verursacht, was Uli vorher beschrieben hat, dass zum Teil die Verlinkung so eng ist, dass man zum Beispiel bei den EWEX-Einsätzen gar nicht konkret sagen kann, ist das jetzt eigentlich ein deutscher Einsatz, da sind deutsche Soldaten beteiligt, damit ist es ein deutscher Einsatz, aber da ist die Argumentation der Bundesregierung, das ist ja gar, in Wirklichkeit quasi gar nicht ein deutscher Einsatz, sondern ein NATO-Einsatz. Und jetzt haben wir im Rahmen der NATO- und EU-Einsätze eine schleichende und immer offizieller werdende Aushöhlung des Parlamentsvorbehaltes. Das heißt, wer behauptet, dass Soldaten im Ausland alle mit einem Mandat dort sind, lügt. Wir haben sehr viele Soldaten der Bundeswehr, die ohne ein konkretes Mandat dort sind, ausschließlich von der Regierung geschickt. Jetzt komme ich quasi zu der Schlussfolgerung aus dem Ganzen. Wenn diese Situation so ist, hieße das ja eigentlich, dass wir in der Linken und der Friedensbewegung Alarmstimmung haben müssten, oder? Und das Interessante ist, wir haben sie nicht. Das liegt meiner Ansicht nach an einer Reihe von Punkten, dass wir gerne Debatten führen, die gar nicht der zentrale Punkt sind. Dass wir zum Beispiel uns sehr gerne daran festhaken, was ist nun genau die Rolle Russlands? Das ist eine Debatte, die wird in der Linken sehr intensiv geführt. Die werden wir auch auf dem nächsten Podium, auch sicher wird die mit eine Rolle spielen. Und da liegt das Problem dran, dass wir quasi zum Teil nicht die völlig übereinstimmenden geopolitischen Analysen haben. Ich glaube aber, dass wir uns an einem Punkt einig sein müssten, nämlich dem, dass wir eine militärisch basierte neue Weltmacht Deutschland nicht wollen. Und wenn dieses der Fall ist, dass wir das nicht wollen, wäre das ja was, wo wir uns darauf konzentrieren könnten. Die Gründe sind in den verschiedenen Beiträgen, glaube ich, sehr klar benannt worden. Und insofern wäre das mein Appell, sich vielleicht speziell mit der deutschen Rolle und der neuen quasi Weltmacht im Werden oder der halben Hegemon oder dem, was es da quasi inzwischen alles an Begriffen gibt, Rainer hat es ja mal durchgespielt, damit sich zu beschäftigen und klar zu sagen, wir bleiben dabei, Krieg darf kein Mittel von Politik sein und von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Ich danke euch.